So, willkommen zurück, wieder mit einer kleinen Infofolge und wieder mal bin ich der Letzte, weil ich immer den anderen natürlich den Vorrang lasse, dass jeder schon ausgiebig davon berichten kann. Und ganz am Ende, wenn es keinen mehr interessiert, komme dann ich noch zusätzlich um die Ecke und sag das, was eh schon jeder weiß. Denn es gibt neue Informationen zu Meltan. Ihr alle habt sicherlich schon diese Spielbenachrichtigung bekommen. Die Professoren Eich und Willow decken neue Informationen zu Meltan auf. Also da steht natürlich einiges drin wieder über dieses mysteriöse Pokémon. Und es gibt natürlich auch wieder ein neues Video von den zwei Professoren. Das haben wir uns letztens ja zusammen angeschaut und wir wollen uns auch gleich das zweite Video angucken. Aber vorher noch was ganz Wichtiges natürlich, denn Meltan wird offensichtlich auch in einer Spezialforschung erscheinen, so wie vorher also Mew und Celebi in einer Spezialforschung erschienen sind. Und diese wird gegen Ende des Jahres wohl freigeschalten werden. Also passend zur kalten Winterzeit gibt es dann wieder eine neue Spezialforschung, wo man sich also das dritte mysteriöse Pokémon ergattern kann. Wir schauen jetzt mal hier auf das Video. Also man kommt dann natürlich hier auf die Seite für Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, weil das stark damit in Verbindung steht. Ich sehe hier noch ein schönes Bild zu Meltan. Dann habt ihr noch ein paar Infos natürlich, das ist ja alles Promo und sonst was zu den zwei neuen Spielen für die Switch. Und da habt ihr die erste Folge, die wir uns letztens angeschaut haben und jetzt eben auch Episode 2, Meltan und die Wunderbox. Und die wollen wir uns jetzt auch mal zusammen anschauen. Warum finde ich kein Meltan mehr? Taucht es vielleicht nur unter bestimmten Bedingungen auf? Hallo, ich grüße Sie, Willow. Oh, Professor Eich. Ja, ich habe wichtige Neuigkeiten für Sie. Aha. Neuigkeiten? Schießen Sie los, Professor. Gern. Ich habe am selben Ort, an dem ich das Buch gefunden habe, diese Wunderbox entdeckt. In ihr befand sich aber leider nur etwas, das wie eine rostige Metallkugel aussah. Eine rostige Metallkugel? Es besteht aus denselben Komponenten wie Meltan. Sie erinnern sich sicher, dass ihr Ditto die Gestalt von Meltan annehmen konnte. Das war nämlich der Schlüssel. Ja, Ditto muss die Gestalt von Meltan aus dem Gedächtnis angenommen haben. Deshalb sah es wohl auch nicht exakt wie Meltan aus. Ah, jetzt sind Sie wieder dran, Willow. Haben Sie irgendeine Idee? Professor, könnten Sie mir bitte diese Wunderbox schicken? Ja, alles für meinen Musterschüler. Professor Eich, die Wunderbox ist bei mir angekommen. Gut, ich bin gespannt. Dann werde ich sie mal öffnen. Professor, wir lagen mit unserer Theorie goldrichtig. Was wir brauchten, war ein Ort, der dem ursprünglichen Lebensraum des Pokémon ähnelt. Nicht das Innere eines Labors, sondern das Grün der Natur. Das scheint bei der Metallkugel in der Wunderbox eine besondere Reaktion auszulösen, die das mysteriöse Pokémon Meltan erscheinen lässt. Wenn uns das keinen Pokémon-Forschungspreis einbringt. Nanu? Professor, sehen Sie nur, da sind gleich mehrere Meltan. Potzblitz, Sie tauchen nicht allein, sondern in Scharen auf. Da hat sich unsere Forschungsarbeit ja richtig gelohnt. Professor Eich, die Wunderbox lässt sich nicht mehr öffnen. Ach, herrje, das hatte ich ganz vergessen. Ich weiß nicht warum, aber nach einer Weile schließt sie sich einfach. Ich habe alles Mögliche versucht, aber es wird wohl etwas dauern, bis sie sich wieder öffnet. Es wäre schön, wenn ich das früher gewusst hätte, Professor. Ja, tut mir leid. Wie dem auch sei, Willow, ich überlasse es Ihnen, die Wunderbox zu öffnen und möglichst viele Meltan zu sammeln, auch wenn es ein Weilchen dauern könnte. Ich gebe mein Bestes. Was für eine sagenhafte Entdeckung. Ich setze mich sofort an unseren gemeinsamen Forschungsbericht. Bericht? Ach, was sonst? Natürlich, später. Typisch Professor Eich. Immer muss ein Forschungsbericht her.
Was meint ihr, Meltan, dazu? Bäm, und Fortsetzung folgt. Und dann sind wir natürlich gespannt, auch wie es weitergeht. Ihr seht ja auf der Seite auch noch einige andere interessante Fakten. Hier gibt es ein paar Screens und Bilder dazu, wie die Meltan natürlich überall rumgesessen haben. Und die gab es ja erst als Ditto zu fangen, also wie es dann also bei Let's Go Evoli und Pikachu aussieht. Das haben wir uns auch letztens schon mal angeguckt, so ein Bild. Dann ist noch ein kleiner Trailer drin, der direkt nur von Meltan handelt. Den könnt ihr euch ja selber auch mal anschauen. Und alles dreht sich, wie gesagt, um diese Wunderbox. Man kann, da sind natürlich noch Informationen hier, wie man Pokémon übertragen kann auf die Switch. Und dass es dann auch diese Box gibt, die man eben einmal öffnen kann und dann ein Meltan drin ist und eine bestimmte Zeit braucht, um die wieder ein weiteres Mal zu öffnen. Und ja, so hat man dann also die Möglichkeit, Meltan auch zu fangen in Pokémon Go. Wir sind also gespannt. Meltan in der Spezialforschung Ende des Jahres wird das kommen. Was noch interessant ist, eine neue APK-Datei wurde entdeckt, denn ein neues Update steht kurz vor der Tür, was sich wieder um Generation 4 dreht. Und ja, in den offiziellen Release Notes heißt es also, die Pokémon aus Generation 4 kommen nun rein in das Spiel. Die wurden alle also freigeschaltet, also sind aufgespielt. Jetzt muss Niantic nur noch den Schalter umdrehen, dass sie wirklich überall sitzen. Benachrichtigungen über Freundschaftsanfragen und Geschenke sind nun gestapelt, dass das nicht mehr alles einzeln da oben reinkommt. Es hieß zwar immer, die kann man jetzt wegwischen, aber ich merke davon nichts. Immer wenn ich es wegwischen will, geht das einfach auf und ich bin in den Freunden. Dabei will ich es einfach nur wegwischen, weil ich nie an die Arena komme oder irgendwas antippen kann. AR Plus ist nun verfügbar auf anderen Android-Smartphones. Trainer können mehrere Pokémon auswählen, um sie im Kampf oder in einem Raid antreten zu lassen. Musste man ja mal eins anwählen oder so und dann ist man wieder zurückgekommen. Jetzt kann man wahrscheinlich mehrere gleich für sein Team auswählen. Verschiedene Fehlerbehebungen, Performanceverbesserungen. Ja, das könnt ihr euch natürlich wieder vorab runterladen, aber ich warte eigentlich immer, bis das offiziell dann draußen ist und mein Arm zittert wie Grütze. Also das geht ja mal gar nicht. Deswegen würde ich sagen, beenden wir das jetzt an dieser Folge. Ihr wisst also, Meltan ist demnächst auch erhältlich, kommt mit der Spezialforschung, ein neues Update steht vor der Tür. Generation 4 kann also kommen, wir sind gespannt. Und das war's für jetzt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.